Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich einige wichtige Mitteilungen über die Landtagself und ihr gestriges Spiel zu machen. Die fünfte freundschaftliche Begegnung zwischen der Landtagself und der Lachsmannschaft, die sich aus Kulturschaffenden und Künstlern aus verschiedenen soziokulturellen Zentren Hessens zusammensetzt, fand gestern Abend auf dem Gelände des MFFC Wiesbaden statt. War die Bilanz bei den Spielen bislang ausgeglichen, sah sich Coach Decker gestern einer extrem jungen und zahlenmäßig gut aufgestellten Mannschaft des Gegners gegenüber. Darf ich vielleicht um etwas Aufmerksamkeit bitten? Während Coach Decker nur einen Auswechselspieler zur Verfügung hatte. Trotzdem entwickelte sich ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Holger Gladitz im Tor für den verletzten Weinmeister mit tollen Paraden eine frühe Führung des Gegners verhinderte. In der 20. Minute war er aber auch eher machtlos, als nach einem Abwehrfehler das 0:1 fiel. Kurz nach der Pause eine ähnliche Situation, und es stand 0:2 gegen die Landtagself. Derix legte mit einem Distanzschuss wenige Minuten später nach, erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2, und Bocklet glich sogar zum 2:2 aus. Dies, Kolleginnen und Kollegen, wäre eigentlich ein faires Endergebnis gewesen. Doch die Lachs konnte auf 2:3 erhöhen, und Gladitz verhinderte mit einem gehaltenen Strafstoß kurz vor Spielende noch Schlimmeres. Der Scheck des Landtagspräsidenten ging nach dem Spiel an den Verein des Kulturpalastes Wiesbaden. Auf dem Hessentag steht uns dann noch ein besonderes Ereignis vor. Das Team spielt von Coach Decker spielt am Dienstag gegen die Flüchtlingself United Rothenburg. Kolleginnen und Kollegen, damit eröffne ich die 107. Plenarsitzung und stelle fest, dass wir beschlussfähig sind. Erledigt von der Tagesordnung sind die Punkte 1 bis 7, 10 und 59. Und noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Ausbau eines bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Bildungs- und Betreuungsangebots in hessischen Kitas, Drucksache 19/4949. Die Dringlichkeit wird, wie ich sehe, bejaht. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 60 und kann, und ich sehe keinen Widerspruch, mit Tagesordnungspunkt 36 zu diesem Thema aufgerufen werden. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Beginnen mit Tagesordnungspunkt 36 zusammen mit 60, wie eben beschlossen. Dann folgt Tagesordnungspunkt 38. Nach der Mittagspause setzen wir die Beratungen mit Tagesordnungspunkt 39 fort. Zu den Entschuldigungen. Entschuldigt fehlt heute Ministerpräsident Bouffier ab 17.15 Uhr, Herr Staatsminister Axel Wintermeyer, Frau Staatsministerin Puttrich ab 11.45 Uhr, Herr Staatsminister Lorz ab 15.30 Uhr und die Abgeordneten Gerhard Merz, Corrada Di Benedetto und Ypsilanti wegen Krankheit. Auf Ihren Plätzen, Kolleginnen und Kollegen, liegt heute der Terminplan 2018 aus. Und wir haben auch noch zwei Geburtstagskinder heute zu feiern. Zunächst möchte ich gratulieren, Frau Abgeordnete Judith Lannert.
herzlichen Glückwunsch. Und außerdem seinen Geburtstag begeht heute der Abgeordnete Kaspar. Auch hierhin möchten wir beglückwünschen. Ich sehe ihn im Moment nicht, verspreche aber, dass wir den, dass wir den zugedachten Wein nicht hier oben im Präsidium konsumieren werden, sondern ihn später zukommen lassen.